Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zu einer weiteren mysteriösen und rätselhaften Folge hier mit dem Point-and-Click-Adventure Unforeseen Incidents. Wir begleiten wieder unseren Freund Harper, Freund, Begleiter, Techniker, bei seiner Reise die RHC-Verschwörung rund um das Yelltown-Fieber aufzuklären. Lasst uns loslegen, wir haben wirklich viel zu tun. Und natürlich gilt wie immer, gleiche Stelle, gleiche Welle. Das letzte Mal haben wir diesen neuen Punkt auf der Karte freigeschaltet. Den Strand. Und da gehen wir natürlich als erstes sofort hin. Auf. Und natürlich ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Aber nun lasst uns Ruhe einkehren. Ein wunderschönes Strandambiente wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Und los. Aus der Ferne sieht die Stadt ganz hübsch aus. Ja, ne, stimmt. Aber auch hin und wieder innerhalb einer Stadt kann es recht schön sein. Großstadtromantik, vor allem im Sommer. Da kann ich Berlin wirklich empfehlen. Ich vermute, dass sie die Buhne gebaut haben, um zu verhindern, dass der ganze Strand weggeschwemmt wird. Aber was beschützt die Buhne davor, weggeschwemmt zu werden? Wer buhnt die Buhnen? Na, sagst du noch was Spannendes zum Thema Buhnen, Harper? Der ambitionierte Plan, einen Parcours aus Holzpfählen rüber zur Insel zu bauen, wurde schon nach 10 Metern aufgegeben. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Scherzkeks. Dieser Scherzkeks. Ich muss gestehen, so eine Aussicht hatte Yelltown nicht zu bieten. An diesen Blick übers Meer könnte ich mich schon gewöhnen. Ich glaube, Yelltown hat auch gar keinen Strand gehabt, beziehungsweise Zugang zum Meer. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Dafür waren wir nicht lange genug in Yelltown. Da ist sie. Die Insel, von der Amber Smith in ihrem Tagebuch geschrieben hat. Okay. Die nehme ich mit. Damit kann ich bei Bedarf jemanden wegpaddeln. Sehr schön. Wir haben ein paar Paddel. Mal gucken, ob wir dazu vielleicht noch irgendwo ein kleines Bootchen finden. Ein Ruderboot. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die macht Spaß. Kommt ein böser gelber Anzug, sprüht dich ein, beißt du ins Gras. Wow, wie makaber. Ne, also schon, naja, nicht wirklich unpassend, aber das ist schwarzer Humor. Da sind eine Menge Leute draufgegangen in Yelltown. Einen netten kleinen Leuchtturm haben sie da. Dem bleib ich lieber fern. Vermutlich wohnt ein verrückter alter Leuchtturmwärter da drin. Sicher würde er den ganzen Tag verstörende Geschichten erzählen und eine Pfeife rauchen. Wahrscheinlich. Wir würden einen Kampf bis zum Tode auf der Spitze des Leuchtturms führen. Wie es halt so läuft mit Leuchtturmwärtern. Eben. Du hast die Lichtschwerter vergessen, Harper. Irgendeine gute Seele hat sicher einen Jetski in dieser Hütte verstaut, um Reisenden in der Not weiterzuhelfen. Ein Jetski, genau. Sie ist verschlossen. Ja, sie ist verschlossen. Verschlossen mit einer rostigen alten Kette. Wie soll ich so an meinen Jetski kommen? Mal schauen. Haben wir irgendwas Spannendes? Ein Brecheisen oder so? Ich glaube nicht, dass wir mit dem Multitool hier irgendwas am Schloss auswirken können. Sie ist zwar alt und verrostet, also sieht jedenfalls ganz danach aus, wenn man jetzt hier zwischen die Beine von Harper anguckt, dieses Schloss. Ja, aber wir haben einen Maschendrahtzaun haben wir mit unserem Multitool geöffnet. Warum nicht dieses Schloss? Womit könnte man ein Schloss öffnen? Vielleicht mit dem gleichen Werkzeug, wie mit dem wir den Maschendrahtzaun weggeschnitten haben. Hier, die Zange hier. Ich überprüfe dieses Schloss besser mal. Jemand muss sicherstellen, dass es noch ordentlich funktioniert. Jetzt sieh dir das an. Das alte Ding ist einfach weggerostet. Ein Schlauchboot. Ich wollte einen Jetski. Immerhin, Harper, mein Guter. Immerhin ist das unser Ticket rüber auf die mysteriöse Insel, auf der schon der gute Crazy Ricardo, warte mal. Schauen wir mal ins Tagebuch von Amber. Da steht der Name gleich vorne drin. Crazy Ricardo. Okay, genau. Sektenanführer oder Sektenmitglied. Crazy Ricardo, ja genau. Vielleicht kommen wir da rüber auf die Insel. Mal schauen. Nimm das Boot mit. Gott, das Ding riecht schlimmer als dieser Gummianzug. Ja, es soll ja auch nicht gut riechen. Es soll dich nur übers Wasser bringen, mein Guter. Warte mal, mit der Pumpe verbinden. Ich sollte das Schlauchboot lieber irgendwo hinlegen. Okay. Alles klar, dann legen wir das natürlich erstmal, ich würde sagen, ins flache Wasser.
Okay. Und dann pumpen wir das gute Stück auf. An die Arbeit, Fahrradpumpe. Los, los. Verdammt, da muss er noch im Boot sein. Okay, habe ich mir fast schon gedacht, wenn so ein Schlauchboot zu lange rumliegt, vor allem hier in so einer Bruchbude, dann fängt es sich mal ganz schnell ein Splitter ein und schon ist ein Loch da. Aber wir haben ja Flickzeug. Endlich kommt es zum Einsatz. Sieht aus, als wäre ein Loch in dem Boot. Hiermit kann ich das reparieren. Fertig. Ich hoffe nur, das ist jetzt auch seetauglich. Eben, ich brauche dafür auf jeden Fall länger, wenn mein Schlauchboot gerissen ist. Okay, versuchen wir es mal. Gute Arbeit, Fahrradpumpe. Geht doch. Gute Fahrradpumpe. Jetzt noch die Paddel ran. Alle an Bord. Oh, wir können nur direkt rüber. Okay, wir können nur direkt rüber zur Insel wahrscheinlich. Und da wären wir. Aquila. Ach, herrje. Tatsache. Hier gibt's also das Sektenoberkommando. Wahrscheinlich. Aber erstmal gucken wir uns um. Hier liegt ein Stein. Nur für den Fall, dass hier noch welche von diesen Sektenfuzzis rumhängen. Okay, was willst du denn machen? Willst du einen mit dem Stein erschlagen, Harper? Aquila. Ich bin am richtigen Ort. Hoffentlich. Ja. Dann haben wir noch diesen Balkon. Sieht nicht so aus, als wäre jemand hier. Der ganze Ort wirkt sehr verlassen. Ja, absolut. So ein Lost Place, ganz typisch. Aber irgendwie hat es trotzdem seine ganz eigene Stimmung hier. Fast schon romantisch. Hat was. Sie geht nicht auf. Wie bitte? Eine verlassene Tür geht nicht auf. Ist das wieder ein Job für unser Multitool? Mit dem Messer vielleicht? Ein bisschen besser abgesichert als diese Hütte am Strand. Ich kann kein Schlüsselloch oder sowas sehen. Okay, versuch's mal. Nein, nicht das Messer. Das funktioniert so nicht. Mit der... Weiß ich nicht. Das sieht aus wie so eine Metalltür. Aber hier ist ein Stück durchsichtig. Vielleicht ist es ja auch Glas. Vielleicht müssen wir die mit dem Stein einhauen. Zeit für einen etwas subtilen Ansatz. Alles klar. Sehr schön. Wir sind drinne hier. Im Aquila Sektenzentrum. Und Strom haben sie auch. Im Aquila-Zentrum zur Selbstverwirklichung und spirituellen Forschung. Ihr mögt eine leitende Funktion in eurer Profession haben und nach etwas suchen, das über den finanziellen Erfolg hinausgeht. Nope. Ihr mögt Probleme mit Abhängigkeiten und Süchten haben. Bleiben wir doch einfach bei Geld. Ich habe eine Weile eine Menge Chipsletten gegessen. Ihr mögt unter einem Todesfall gelitten haben, euch selbst orientierungslos oder antriebslos gefühlt haben. Ja, tatsächlich. Woher ihr kommt, ist nicht mehr wichtig. Eine neue Aufgabe liegt vor euch. Als Anwärter müsst ihr herausfinden, wie sich eure individuellen Talente ergänzen und der Gruppe nutzen. Dies ist der erste Schritt auf eurer Reise zur Selbstverwirklichung, die begann, als ihr diesen Raum betreten habt. Wie? Was für ein Blödsinn. Also die Botschaft ist ja okay, also die ist sehr allgemein gesprochen, damit sich viele, viele Leute davon angesprochen fühlen, gerade sehr leicht beeinflussbare Leute, aber wie sie vorgetragen wurden, ist so völlig, völlig gelangweilt, so ja und... Ja, hier euch steht eure neue Aufgabe als Selbstverwirklichung vor eurer Tür. Hau ruck, sehr gut. Du schon wieder. Ja, genau. Und am Ende habt ihr euch selbst verwirklicht. Also fangt schon an. So, was haben wir denn hier Schönes? Eieiei. Sieht aus, als hätte jemand einen großen Stein auf den Beamer geschmissen. Waren wir das etwa? Okay, Feuerlöscher. Das Ding ist ganz schön schwer. Der wird aber nicht mehr brauchbar sein, oder? Wenn der hier schon ein paar Jahre rumsteht. Naja, wobei, die müssen ja auch ein paar Jahre halten. Aber ewig halten die nicht. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie ein Familienduell, Ding, das Sie stets mit sich herumtragen. Naja, vielleicht ein Stein? Top-Antwort! Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Sehr schön. Beamer ist kaputt, ne? Der Beamer ist am Ende. Okay, was haben wir hier noch?
Ich frag mich, ob das das Sternbild ist, von dem Tischer erzählt hat. Ja, stimmt. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine verzogene Variante von dem Sektensymbol, von dem Kultsymbol, von dem Aquila-Symbol. Und dann haben wir noch hier diese Platten. So erwarte ich den Stern. Okay. Soll siegen. Okay, da haben wir wahrscheinlich das nächste Rätsel. Sagen die Platten immer das Gleiche? So erwarte ich den Stern. Ja, auf jeden Fall. So erwarte ich den Stern oder erwarb? So erwarte ich den Stern. Erwarb, oder? Ich glaube, es ist erwarb. Soll siegen. Soll siegen? Vom Himmelszelt. Das Starke. Voller Kraft. Okay, ich tippe mal, wir müssen hier einen Satz vervollständigen, indem wir diese Platten in der richtigen Reihenfolge drücken, oder? Ich glaube sogar gedrückt halten, weil hier hinten gehen ja Lampen an. Wir haben zwei Gegenstände. Wir könnten der dritte sein. Da fehlt uns aber noch was. Fehlt uns noch ein vierter Beschwerer. Oh, ja, diesmal nimmt er mit. Wow, wieder mal so eine Situation, in dem Harper erst mit einem Objekt richtig interagiert, nachdem er das dreimal angeklickt hat. Das hatten wir ganz am Anfang mit der Strumpfhose gehabt von seiner Nachbarin, der Älteren, die wir dann später für den Keilriemen gebraucht haben, als Keilriemersatz. Wo fangen wir denn an? So erwarb ich den Stern. Das ist das Einzige, was so ein bisschen Sinn machen würde am Anfang eines Satzes. So erwarb ich den Stern. Soll siegen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Voller Kraft. Geboren für... Oh, das hat gerade so richtig geile Lost Vibes, diese Stelle im Spiel. Ich muss an die Sekte auf der Lost-Insel denken. Hieß sie nochmal? Umerta? Nee. Ihr wisst, welche ich meine, genau. In Bruderschaft. Oh, das hat wirklich ganz krasse Lost Vibes. Ich habe auch ganz gerne das Lost Adventure gespielt gehabt, mit leichten Rätseleinlagen auf der Xbox 360. War ganz cool. Als Fan der Serie kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich nicht High Class, aber ich sag mal, so eine magere 7, eine solide 7,0 ist es auf jeden Fall. Also ein Guck für andere Lost-Fans auf jeden Fall wert. So erwarb ich den Stern. Vom Himmelszelt. Das Starke. So, wo habe ich den Stern? Am Himmelszelt. Am Himmelszelt, okay, das macht Sinn. Da legen wir jetzt unseren zweiten Beschwerer drauf. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke. Soll siegen. Soll siegen? Soll siegen. Soll siegen macht Sinn. Soll siegen. Voller Kraft. Voller Kraft. Das ist so ein Satz, oder? So erwarb ich den Stern. Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Um Frieden zu finden. In Bruderschaft. Muss ich jetzt noch weiter warten? Nein. Das ist offensichtlich nicht das Rätsels Lösung. Vielleicht andersrum. Das geht auch noch einigermaßen. So erwarb ich den Stern vom Himmelszelt, den Starken. Hier. Voller Kraft. Den Starken voller Kraft. Soll siegen. Nee, vorher war schon besser. Wahrscheinlich muss ich jedes Mal die Platten nullen lassen. Das wird schon mit den Wörtern zu tun haben, nicht nur mit dem
mit dem Sternzeichen hier am Wandbild. So, nochmal schön frisch von vorne. So erwarb ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Erwarb? Das ist eine sehr, sehr, sehr komische Redewendung. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke. Soll siegen. Soll siegen. Geboren voller Kraft. Voller Kraft. Erleuchtung von Kunst erhält. Erleuchtung von Kunst erhält. Kommt da noch was? Um Frieden zu finden. In Bruderschaft. Naja, das ist schon... Vielleicht muss ich einfach noch länger warten. Wir warten mal kurz noch eine Sekunde. Eine Sekunde sei uns gewährt. Nee, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Oder fangen wir hier rechts an, eventuell? Am Himmelszelt. Am Himmel. Das Starke. So erwarte ich den Stern. Soll siegen. Voller Kraft. Erleuchtung von Kunst erhält. Nee, das ist es auch nicht. Das war schon gar nicht so schlecht eigentlich. Geboren für. Vielleicht müssen wir auch den richtigen Gegenstand auf die richtige Platte stellen. Oh, das wäre aber zu kompliziert. Und das wäre nur mit Try and Error machbar, was irgendwie ein bisschen doof wäre. Und das glaube ich nicht, dass das hier der Fall ist. Das ist schon das Erste hier. Hallo, wo ist der Satz gewesen? Wo war der Satz gerade eben bitte? Jetzt nochmal bitte schön ganz von vorne. So erwarte ich den Okay, jetzt... Bitte den Satz. Bitte den Satz abgespielt durch den Beamer. So erwarte ich den Stern. Erwarte mich den Stern. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke, richtig. Und wir müssen auch stark sein. Soll siegen. Das Starke soll siegen. Geboren für... Voller Kraft. Erleuchtung von Kunst erhält. Um Frieden. Soll siegen. Voller Kraft. Ich glaube, jetzt ist es schon wieder zu spät. Ich glaube, man muss jedes Mal die Platten nullen, bevor man das Rätsel vollendet. Soll siegen. Wartet mal ganz kurz. So, wir hatten immer den Feuerlöscher bisher hier gehabt. Wir legen mal den Feuerlöscher aus Spaß. Legen wir mal auf die hintere Platte. Nee, Quatsch, da kommt dann der Stein erstmal nach rechts. Das trage ich nicht weiter. Nein, ist gut. Alles okay, aber bleib cool. Entschuldigung, Entschuldigung. Da war ein kurzes Nisali in der Nase und das wollte raus. Voller Kraft. Nein, nicht voller Kraft. Am Himmelszelt. Das Starke soll siegen. Soll siegen. Voller Kraft. Nee, richtig rauf. Voller Kraft. Richtig rauf, aber.
voller Kraft. Erleuchtung, von Kunst erhellt. Nee. Um Frieden zu finden. In Bruderschaft. In Bruderschaft. Das ist aber nicht das Rätselslösung. Nein, nein, nein. Nochmal von vorne. Oder vielleicht fangen wir hier an. Voller Kraft. Am Himmelszelt. Das Starke. Am Himmelszelt das Starke? So erwarte ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Soll siegen. Das ergibt da unten und das. Voller Kraft. Das ist. Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Das ist die einzige Konstellation, die ich mir vorstellen kann. Wenn wir hier vorne anfangen. So erwarb ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Oder erwart ich den Stern. Kann auch erwarten heißen. Könnte auch erwarten heißen. Das bringt ja nichts. Das führt ja letztendlich nicht zum Ergebnis. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke. Bleibt. Vielleicht müssen wir das Licht auch wieder ausmachen. Soll siegen. Nee, dann ist ja auch alles hier aus, ne? Dann ist ja auch der Lautsprecher aus, richtig? Dieser Ort ist schon gruselig genug, wenn das Licht an ist. Alles klar. Erleuchtung. Bitte auch hier für uns, Erleuchtung. Voller Kraft. Um Frieden zu finden. Ihr wisst das bestimmt schon, ihr habt das bestimmt schon rausgehört. Als passiver Zuschauer, aber ihr denkt ja mit. Habt natürlich dann eine etwas weiter entfernte Perspektive. Da fällt so eine Rätselei hin und wieder ein bisschen einfacher. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke soll siegen. Soll siegen. Voller Kraft. Oder das Starke voller Kraft soll siegen? Am Himmelszelt. Komm nochmal. Jetzt hier anfangen, dann nach rechts, dann nach voller Kraft und dann soll siegen. Soll siegen. Soll sieben. Eieiei. So, wir stellen uns hier nochmal ganz ordentlich zurück. Wir werden sogar nochmal kurz den Raum verlassen. Vielleicht muss man ja irgendwie den Raum resetten vorher. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich auch nur wieder irgendwelche Trigger, die gar nicht vorhanden sind. Und nochmal von vorne, bitte. Das Starke soll siegen! So, hi. Kommt jetzt nochmal die Ansage? Müssen wir da vielleicht ein bisschen auf die Information achten, kann das sein? So erwarte ich den Stern. Na, bitte während des Hinlegens über keine Platte laufen. Dankeschön. Am Himmelszelt. Das Starke. Mit vollem Saft. Geboren für. Voller Kraft. Geboren für, sagt er noch. Das macht keinen Sinn. Geboren für, so voller Kraft. Hallo? Erleuchtung. Maus. Von Kunst erhellt. Oder wir müssen jedes Mal in auch den ganzen Satz abwarten. Das kann auch der Fall sein. Soll siegen. Kann sein, dass wir es eigentlich schon hatten, aber wir müssen auch jedes Mal den Rest vom Satz abwarten. Voller Kraft. Bis er den ganzen Satz gesprochen hat. Okay, nochmal von vorne. Was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. So. So erwarb ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Na?
Den Feuerlöscher bitte auf die Platte hier. Ein Himmelszelt. Ein Himmelszelt. Das Starke. Das Starke. Soll siegen. Soll siegen und... Geboren für... Nein, stopp! Ich stehe nicht drauf. Ich stehe nicht drauf. Theoretisch stand ich nicht drauf. Geboren für... Voller Kraft. Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Um Frieden zu finden. I don't know. Soll siegen. So, wenn ich, mache ich jetzt nochmal einen Durchlauf mit euch zusammen und würde dann wieder vorspulen, aber einen machen wir noch zusammen. Das wird schon. Wir fangen mal an hier rechts. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt erzählt. So voller Kraft. Voller Kraft. Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Soll siegen. In Bruderschaft. So erwarte ich den Stern. Nope. 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 Das ist aber auch wieder tricky hier. Voller Kraft. Soll siegen. Am Himmelszelt. Das Starke. Das macht doch hinten und vorne. In Bruderschaft. Kein Sinn. Wirklich die einzige Möglichkeit so ist. So erwarb ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Ich warte diesmal. Das Starke. Das Starke. Ich warte. Geboren für. Na, wofür ist er geboren? Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Doch, kannst du wirklich. Glaub an mich. Glaub mir. Papa, glaub mir. Du kannst das. Soll siegen. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Er spricht doch nicht immer die Nachricht. Hallo? Nee, er geht gar nicht mehr drauf. Komisch. Um Frieden zu finden. Hm? Wow. Der Beamer ist am Ende. Ja, okay, haben wir verstanden. Warum spricht er den Satz hier nicht mehr? Soll siegen. Der geht gar nicht mehr, die Platte. Der geht gar nicht mehr, die ist kaputt. Soll siegen. Soll siegen! Wer soll siegen? Am Himmelszelt. Am Himmelszelt. Das Starke. Das Starke. Die geht nicht mehr. Die letzte Platte geht nicht mehr. Ist kaputt. Offensichtlich haben wir die letzte Platte. Die letzte Platte kaputt gemacht. Und, ich würde sagen, wir machen es genauso, wie ich es gerade angekündigt habe. Von Kunst erhält. Ich schicke euch kurz ins Vorspulen und wir sehen uns gleich wieder, ne? Also schön dranbleiben und...
ich den Stern. So erwarb ich den Stern. Den dicken. Mit den Haaren. Im Himmelszelt. Das Starke. Soll siegen. Voller Kraft. Geboren für Erleuchtung. Von Kunst erhellt. Um Frieden zu finden. In Bruderschaft. Was für ein unglaublicher Haufen Schatten. Oh mein Gott. Bebier. Bebier. Wow. Liebe Anwärter, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die erste von vielen Herausforderungen bewältigt. Für jeden von euch steht ein Mitgliedspaket bereit. Bitte absolviert den beiliegenden Persönlichkeitstest. Meine Damen und Herren, was für eine Tortur. Ihr kriegt das sowieso nur leicht im Shuffle mit. Es ging einfach nicht. Diese Szene war einfach mal buggy und ich habe über eine Stunde an diesem Rätsel gesessen. Das Lustige ist, ich hatte gestern schon mal eine Aufnahme gemacht, die ohne Ton war, da hatte ich es geschafft gehabt. Darum war ich mir so gut wie sicher, wie das Rätsel geht, aber ich habe es nicht hinbekommen gehabt. Ich habe an einem randomisierten Faktor geglaubt gehabt, der das Rätsel vielleicht beim jeden Versuch irgendwie umstellt oder so. Dem war nicht so. Ich musste einfach nur nach Angabe von meiner Freundin einen früheren Speicherstand laden, bis hierhin nochmal spielen, im Prinzip nur die Strandszene nochmal und jetzt beim ersten Mal. Puh, mein lieber Scholli. Na gut, ne, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, mir hat es auch eine Menge Spaß gemacht, also zumindest auf jeden Fall die ersten 25 Minuten. Danach war es eine ganz schöne Tortur, aber wir haben es geschafft. Und hier hat sich eine mysteriöse Tür geöffnet gehabt, ne? Und die gucken wir uns natürlich in der nächsten Folge an von Unforeseen Incident. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Fluffes, Wiederschauen, Reingau und Leo, bis